Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Miknaufs Daily, direkt natürlich zu Wochenbeginn. Wir machen einen kleinen Wochenrückblick und dann schauen wir uns mal die Handelswoche an, was da tatsächlich auf der Agenda steht. Ja, letzte Woche sind wir dann doch noch im Plus am Freitag rausgegangen, 1,1% beim Leitindex, 12.306 Punkte. Trotzdem auf Wochensicht 2,8% im Minus. Also war ja mein Ratschlag gar nicht so verkehrt, dass Sie ein bisschen Ihr Pulver trocken halten sollen und ein bisschen vorsichtig sein sollen. Denn diese Vorsicht, die gilt auch für diese Woche, muss man ganz klar sagen. Wir hatten zwar wohl für die Bundeskanzlerin entspannende Gespräche auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Da ging es um den großen Bereich der Migration der Flüchtlinge. Aber da wissen wir natürlich auch noch nicht, wie es diese Woche weitergeht und vor allen Dingen, ob der Koalitionsstreit mit der CSU nicht vielleicht doch weiter anhalten könnte. Denn auch das ist mittlerweile ganz klar ein Belastungsthema für die Börsianer, weil es natürlich einiges an Unsicherheitspotenzial birgt. Und das mögen ja die Börsianer bekanntlich gar nicht. Ja, dann haben wir natürlich letzte Woche das große Thema mal wieder Gefahren des sogenannten Protektionismus, Schutzzölle der Amerikaner gegenüber den Chinesen. Und die sollen dann diese Woche Freitag das erste Mal umgesetzt werden. Und das natürlich nicht nur einseitig, sondern gegenseitig. Denn wir haben ja schon aus China gehört, ja, da hat ja schon der Minister, Premierminister gesagt, wir halten die Backe zwar hin, aber wir schlagen auch zurück. Und da darf man eines nicht vergessen, die Chinesen sind nach wie vor der größte Gläubiger der Vereinigten Staaten. Also, die haben da tatsächlich noch einiges an Rechnungen offen. Und wenn die tatsächlich von China den USA präsentiert werden, dann hat auch Donald Trump ein Problem. Also wird man abwarten müssen, wie sich dieser Freitag mit dem ersten Mal der Schutzzölle tatsächlich angeht. Ansonsten hatten wir zumindest positive Nachrichten aus den Vereinigten Staaten, und zwar vom Finanzminister Mnuchin. Der hat gesagt, nein, man werde von amerikanischer Seite aus nicht aus der WTO, nicht aus der Welthandelsorganisation ausscheiden. Das gab zumindest mal leichte Beruhigung innerhalb der Handelssäle. Ansonsten haben wir natürlich für Europa immer natürlich auch das Thema Schutzzölle noch wie ein Damoklesschwert über uns hängen. Da wissen wir ja noch nicht, ob die Amerikaner tatsächlich im Auftrag von 25% tatsächlich hier Schutzzölle erheben wollen. Denn das würde natürlich nicht nur unsere Automobile, BMW, VW, Daimler belasten. Nein, das würde vor allen Dingen natürlich auch die Autozulieferer massiv unter Druck setzen. Und das haben wir ja bereits vergangene Woche gesehen, als die Osram-Aktie über 20% in den Keller gerauscht ist. Osram verdient natürlich die Hälfte seines Geldes tatsächlich über die Automobilindustrie. Und wenn die natürlich auf einmal anfangen, zögerlicher zu bestellen oder in abwartender Haltung sind, dann passt das natürlich den Autozulieferern letztlich gar nicht. Also die Aktie, wie gesagt, teilweise über 20% an einem Tag runtergegangen. Auf Jahressicht hat sie sich sowieso schon gehälftelt. Da lag man Anfang des Jahres mal bei 70 Euro, jetzt gerade mal noch bei 35. Naja gut, nach diesem Kursrutsch sind allerdings viele Bankanalysten hingegangen und haben gesagt, das war schon eine fast zu große Übertreibung. Und deswegen hat Merrill Lynch die Aktie zum Kauf empfohlen. Kursziel 40 Euro. Ja, und die gleiche Kerbe in etwa hauen auch die Commerzbank und die Analysten der Berenberg Bank, die die Aktie zum Kauf empfohlen haben. Aber es ist ja nicht nur Osram, die da in Mitleidenschaft gezogen werden. Nein, da gehören natürlich auch solche Unternehmen wie Continental, wie Infineon, wie Hella oder wie Schaeffler mit dazu, die natürlich alle an der Automobilindustrie letztlich ihr Geld verdienen. Und dementsprechend sollte es zum großen Teil zu den Schutzzöllen kommen, natürlich unter Druck geraten werden. Ja, unter Druck ist eine Aktie nicht gekommen. Überraschenderweise, muss man sagen, nämlich die der Deutschen Bank. Da gab es ja letzte Woche dann den Stresstest Teil 2. Den ersten hat die Deutsche Bank ja relativ gut bestanden, den zweiten als einzige Bank nicht. Erhebliche Schwächen hat die Federal Reserve wohl beim Deutschen Bankhaus entdeckt. Aber die Aktionäre haben das wohl relativ wohlwollend aufgenommen. Die haben gesagt, schlimmer geht nimmer, und man hat die Aktie sogar eher zugekauft. Gut, liegt natürlich auch mittlerweile schon weit unter 10 Euro.
Euro. Ja, dazu hatten wir dann noch ein erfreuliches Ereignis letzte Woche Freitag, nämlich Akasol, Batteriehersteller aus Darmstadt, ist an die Börse gekommen. Naja, der Ausgabekurs war am unteren Ende der Preisspanne angesetzt worden, habe ich Ihnen noch letzte Woche gesagt, 48,50, die Aktie kam bei 48,80 und konnte sogar aus dem Handel gehen bei 49,70. Also trotz des relativ unruhigen Marktumfeldes ein durchaus gelungenes IPO, ein durchaus gelungener Börsengang. Und dazu hatten wir dann letzte Woche Donnerstag noch Zahlen von Nike. Müssen wir immer drauf schauen, vor allen Dingen in Bezug auf unsere Adidas-Aktie unter den DAX 30. Ja, da hat man wohl Geld verdient und einen sehr optimistischen Jahresausblick gebracht. Vor allen Dingen die hochpreisigen Modelle haben ordentlich Geld bei Nike in die Kassen gespült und vor allen Dingen die Kooperation mit Amazon, die scheint tatsächlich für eine ordentliche Internetauftragslage gesorgt zu haben. Die Aktie zum Teil hier in Deutschland an die 11% im Plus rausgegangen. Und gestern großes Ereignis eigentlich an der Börse, feiern wir aber erst heute, am Montag, gestern nämlich genau, wäre der DAX 30 Jahre alt gewesen. Und da kann man durchaus zu sagen, eine Erfolgsgeschichte. 30 Jahre DAX heißt nämlich eine Performance auf 30 Jahre von 985%. Und das ist ja nun mal wirklich, wirklich Geld. Eine jährliche Rendite an die 8,5%. Also alles das, was Sie früher vielleicht einmal auf Ihrem Sparbuch bekommen haben. Dementsprechend, wer sind die größten Aktionäre? Natürlich bedauerlicherweise nicht wir Deutschen. Es sind die Amerikaner, es sind die Engländer, es sind die Japaner und vor allen Dingen die Chinesen, die natürlich die Werthaltigkeit des Made in Germany, vor allen Dingen auch über den Aktienmarkt, immer wieder erkennen und sich auch immer wieder natürlich hier einkaufen. Also hätten Sie zum Beispiel vor 30 Jahren mit 50 Euro im Monat begonnen, dann hätten Sie nach 30 Jahren 18.000 Euro ausgegeben, hätten aber jetzt mittlerweile weit mehr als 70.000 Euro auf dem Konto. Und da soll man mir erklären, dass man mit dem Sachwert Aktie kein Geld verdient. Wohl kaum, meine Damen und Herren. Und ich denke, dass die Erfolgsgeschichte beim DAX auch nach wie vor weiter nach oben läuft, auch wenn es manchmal politisch ein bisschen ruckelig ist. Sie kommen an der Geldanlage für Ihren Vermögensaufbau, für Ihren Vermögenserhalt, an der Aktie de facto nicht vorbei. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Handelstag. Seien Sie ein bisschen vorsichtig diese Woche. Wie gesagt, das Thema politische Börsen haben wir noch lange nicht beendet und von daher hat der DAX auch durchaus noch mal Potenzial, nach unten zu gehen. Aber wie gesagt, das müssen wir jetzt zuerst einmal abwarten. Ich halte Sie natürlich dann ab Mittwoch weiter auf dem Laufenden.